Als nächster Redner zur Generaldebatte kommt der Klubobmann Waldhäusl zu Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Frau Landeshauptfrau, Mitglieder der Landesregierung, Hoher Landtag, dieses Budget ist ein Skandal. Und dieses Budget ist nachhaltig. Nachhaltig in zwei Punkten, in der Schuldenpolitik und in der Politik der Grauslichkeiten. Warum sage ich das zu Beginn dieser Debatte? Mein 20. Budget, das ich hier in diesem Landtag debattiere, zum 20. Mal höre ich, dass wir neue Schulden bekommen. Mittlerweile sind wir dort, wo wir die bereits Ungeborenen verschulden, dass ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Und wenn ich von Grauslichkeiten rede, so hat es die ÖVP geschafft, so haben Sie es geschafft, Frau Mikl-Jäitner, diese Grauslichkeiten jährlich zu überbieten. Und wenn ein Budget grundsätzlich Antworten auf Probleme geben soll, dann unterscheidet sich dieses Skandalbudget dadurch, dass es keine Antworten auf die Probleme gibt, sondern dass es politische Fehlentscheidungen von Schwarz und Rot in diesem Haus budgetiert. 228 Millionen minus. Und wenn ich das laufende Jahr und das Budgetjahr 2018 zusammenrechne, brauchen wir bereits über 300 Millionen für eine Massenzuwanderung. Und jetzt bin ich bei den politischen Fehlentscheidungen. Jetzt bin ich bei Ihnen, Frau Landeshauptfrau. Diese politische Fehlentscheidung dieser Massenzuwanderung haben Sie zu verantworten in Ihrer Zeit als Innenministerin. Und jetzt blechen und zahlen unsere Bürger für diese politischen Fehlentscheidungen mit über 300 Millionen in diesen zwei Jahren. Die Mindestsicherung explodiert auf über 70 Millionen. Die Gemeinden werden abkassiert mit über 50 Millionen. Und wo wird eingespart? Bei den eigenen Landsleuten. Und wenn ich jetzt höre, dass dieses Budget für die Menschen in unserem Land gedacht ist, dann unterscheiden wir uns wieder, liebe ÖVP und SPÖ. Dieses Budget von euch ist in erster Linie für jene Menschen in diesem Land gedacht, die ihr über die Grenzen reinlassen habt, die ihr unkontrolliert hereingewunken habt, aber nicht für unsere Landsleute, die jetzt die Zeche zahlen. Die sozialen Töpfe werden ausgeräumt. Wir kürzen, und wenn ich sage wir, dann meine ich die ÖVP und die SPÖ im familienpolitischen Bereich um 11 Millionen, bei der Kinderbetreuung um 9 Millionen, über 20 Millionen weniger in diesem Bereich, obwohl wir jenen, die zu uns gekommen sind, das Geld nachwerfen. Und sie wurden begrüßt, Frau Landeshauptfrau. Kommt bitte, ihr seid willkommen. Kommt, räumt uns diese Töpfe aus. So habt ihr hier überschlagen, rote und schwarze Politiker auf Bundes- und Landesebene. Und niemand hat auf unsere Landsleute in dieser Situation gedacht. Niemand hat daran gedacht, dass das jemand bezahlen muss. Jetzt sollen unsere Bürger die Gemeinden mit über 50 Millionen jährlich aus ihren Budgets. Ja, was glaubt ihr, wer das bezahlt in den Gemeinden? Ja, wieder die Gemeindebürger über höhere Gebühren oder es wird auch dort wieder der Sparstift angesetzt. Also ich merke jetzt schon eine Einsparung, aber nur im eigenen Bereich. Dieses Budget ist deswegen ein Skandal, weil es immer mehr Niederösterreicher zu verlieren macht und immer mehr Zuwanderer zu gewinnen. Und wir sind hier auf der Seite der Verlierer, weil wir nicht einsehen, dass, wie ich heute gehört habe, die Frecheren siegen und nicht die Schwächeren. Wenn wir seitens der FPÖ
uns für die Verlierer und die Schwächeren aussprechen, dann hat es einen guten Grund. Weil es mittlerweile fast keine Politiker mehr gibt, die sich um unsere Landsleute kümmern. Es gibt keine mehr. Jeder will nur medienwirksam eintreten dafür, wie man jenen Menschen, die unser System ausplündern, noch mehr helfen kann. Da sind wir nicht dabei. Und da kann ich mich jeden Tag in den Spiegel schauen. Da weiß ich, dass meine Eltern stolz auf mich sind. Mein Vater wäre es stolz, dass ich mich um die eigenen Landsleute kümmere. Und nicht so wie Sie, Frau Landeshauptfrau, die in Ihrer Tätigkeit als Innenministerin diese politische Fehlentscheidung zu verantworten hatte und noch immer stolz darauf ist. Und wenn ich von Antworten auf Probleme spreche, dann komme ich natürlich schon zu einigen wesentlichen Punkten. Wie schaut es im Bereich der Landwirtschaft aus? Weil das ja heute schon angesprochen wurde. Auch hier wird gekürzt, fast 2 Millionen Euro. Aber der Landeslandwirtschaftskammer gibt man, obwohl wir hier jedes Jahr 17 Millionen beschließen, 4 bis 5 Millionen mehr. Ihr schafft es, dass jährlich die Bauern dezimiert, gibt es aber der Kammer, die unfähig ist, auf diesen Berufsstand zu schauen, mehr an Geld. Da haben wir nichts davon. Das ist ein Skandal, was ihr macht. Zuerst ruiniert die Landwirtschaft, bringt die Bauern um und dann gibt es diesen Verrätern in der Kammer noch 5 Millionen mehr. Nein, wir wollen, dass dieses Geld bei der Landwirtschaft bleibt, dass wir gesunde, ordentliche Nahrungsmittel haben. Aber das seht ihr nicht ein. Ein Skandal sondergleichen. Die Verlierer sind unsere Bauern, die Gewinner sind die fetten Bonzen in der Kammer. Na danke. Wie schaut es bei der Wirtschaft aus? Die sichert Arbeitsplätze. Auch nicht mehr an Geld, obwohl wir wissen, dass wir große Probleme in diesem Bereich haben und noch viel an der Herausforderung auf uns zukommt. Und wenn ich einen Bereich ganz stark herausnehmen möchte, wo wir immer mehr zu Verlierer werden, ist es der Bereich des Wohnens. Immer mehr Menschen können sich das tägliche Wohnen nicht mehr leisten. Waren es früher circa ein Drittel des Lohnes, das man für das Wohnen aufwenden musste, ist mittlerweile sind wir bei 50% und mehr. Und obwohl wir zig Millionen an Förderungen auch vom Bund hier in den Wohnbau stecken, in diesem Budget, kommt immer weniger bei jenen Menschen an, die es brauchen, nämlich bei den Mietern. Wir erleben mittlerweile aber aufgrund der eigenen Unfähigkeit der Problematik eines Wohnbaumodells der Marke ÖVP und SPÖ Niederösterreich, dass immer mehr jene Menschen, die frech sind, hier die Nutznießer sind und unsere Armen und jene, die arbeiten und was leisten, unter denen sich finden, die hier die Verlierer sind. Was meine ich damit? Dieses System, liebe ÖVP, sieht vor, dass jene, die zu uns kommen, dass jene, die frech sind und nicht ehrlich sind, eine Wohnung um 250 Euro bekommen, weil es bis zum Wohnzuschuss, zur Superförderung plus zur Wohnbeihilfe im geförderten Bereich diese Wohnung um 250 Euro bekommen. Und jener, der bei uns mit 1300 netto arbeiten geht, fällt genau um ein paar Euro drüber und bekommt für diese Wohnung nichts, zahlt 750 oder 800 Euro. Und da gibt es wieder Verlierer, die eigenen Leute. Und nachdem sich unsere arbeitenden Menschen diese Wohnungen leisten können, werden diese Wohnungen jetzt im geförderten Wohnbau für unsere Zuwanderer aufgemacht. Na super ist es. Danke, liebe ÖVP, danke, liebe SPÖ. Unsere Leute können sich die Wohnung nicht mehr leisten. Der Zuwanderer kriegt jetzt die super geförderte Wohnung aus unseren Steuergeldern erbaut um ein paar hundert Euro und sagt Danke Österreich. Der glaubt wirklich, er ist im Schlaraffenland. Den darf man ja gar keinen Vorwurf machen. Den Vorwurf mache ich aber euch, liebe Landeshauptfrau, liebe ÖVP und SPÖ. Wann werdet ihr wieder mal auf die eigenen Landsleute schauen? Wann denkt ihr wieder mal drüber nach, wer euch eigentlich gewählt haben? Nicht die Zuwanderer. Gewählt seid ihr von den Niederösterreichern, die ja jährlich immer mehr enttäuscht.
Und wenn ich den Bereich der Gesundheit hernehme, wo um die 50% des Budgets hier hineinfließen, warum ist es hier so, dass immer mehr Menschen zu Verlierer dieses System werden? Wir nehmen immer mehr Geld in die Hand in diesem Bereich und es kommt immer weniger bei den Patienten und bei den Menschen an. Warum gibt es die Zweiklassenmedizin? Warum haben wir das Problem, dass wir keine Landärzte mehr haben? Fragen über Fragen, keine Antworten. Typisch ÖVP, das Geld wird eingekübelt. Schauen wir, was rauskommt. Es ist uns komplett egal. Profitieren tun nicht jene, die es brauchen würden, unsere Ärmsten, unsere Familien mit vielen Kindern, unsere Pensionisten. Die sind die Verlierer in diesem System. Und dieses Budget ist daher nicht nur grauslich, sondern ein Skandal, weil es immer mehr Verlierer produziert und immer mehr Menschen gibt, die in diesem System unter die Runden kommen. Und wenn viel bei diesem Budget diskutiert werden wird, wenn wir über viele Dinge diskutieren, dann ist es mir ganz wichtig, dass wir auch darüber diskutieren, was wir mit unseren Familien in diesem Land und bei wir, sage ich wieder dazu, ÖVP und SPÖ angestellt haben. Und da nehme ich mir schon den Luxus heraus, dass ich nicht nur dieses eine Budget betrachte, sondern ich denke ein bisschen zurück. 20 Jahre in diesem Haus, da hat man schon viele Grauslichkeiten erlebt. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt, dass Jahr für Jahr in diesem Bereich es Kürzungen gibt. Denkt mal zurück, was wir alles gekürzt haben. Die Schulstarthilfe, alles weggenommen, kriegt nur jemand, der die Mindestsicherung kriegt. Also in Wirklichkeit gibt man das wieder jenen, die zu uns kommen, die eigenen Familien bluten brutalst aus. Sie bluten aus, sie haben bald kein Geld mehr zum Leben, weil die Politik hier versagt. Nachmittagsbetreuung und. Jährlich stehen die Kürzungen, abwälzen auf die Gemeinde. Letztendlich ein Desaster, wenn jemand in einer Familie mit 2, 3 Kindern leben muss. Und so ist es in allen Bereichen. Wenn ich diese 20 Jahre jetzt aufrolle, freue ich mich nur auf eines: auf die nächste Wahl. Und es gibt nur eine Möglichkeit, hier eine Trendumkehr zu erreichen, dass eine absolute beendet wird und dass auch beendet wird, dass eine absolute noch unterstützt wird von einer nicht-sozialdemokratischen Partei. Von einer Partei, die auch lieber Zuwanderer unterstützt als die Ärmsten in diesem Lande. Und wir werden diese 2 Tage auch dazu benutzen, Dinge aufzuzeigen, die in letzter Zeit ausufern unter den Deckmantel der politischen Lüge. Ich hab's satt. Ich hab's ehrlich satt, immer wieder mehr zu bemerken, wie speziell Politiker von ÖVP und SPÖ draußen den Bürgern bei öffentlichen Auftritten als Ehrengast belügen, vorsätzlich belügen und dann genau das Gegenteil machen. Sag ein Beispiel: die Freiwilligen Feuerwehren. Hier wird seit Jahren in diesem Haus versucht, dass sie von der Mehrwertsteuer bei der Anschaffung von ihren Gerätschaften befreit werden. Ein Geplänkel im Landtag hin und her, einmal ein bisschen zustimmen, ein bisschen nicht zustimmen, ein paar Mal ablehnen, hat die ÖVP alles gemacht. Und dann sagt man denen in Wien, bitte erledigt's. Bei den Sonntagsreden draußen hört man ÖVP und SPÖ-Politiker so reden, wie wenn die im Bund nicht zu ihnen kehren würden, wie wenn die Bundes-ÖVP nichts zu tun hätte mit dieser Landes-ÖVP. Kann man sagen, das war eine andere ÖVP. Jetzt gibt es ja die neue Kurz-ÖVP. Aber am 6.7. Juni dieses Monats hat es wiederum einen Antrag im Parlament gegeben von uns, das endlich durchzusetzen, dass das abgeschafft wird. Aber wisst ihr, wer da wieder dagegen gestimmt hat? Die Schwarzen und Roten in diesem Parlament. Diese neue Kurz-ÖVP, wo ihr alle sagt, es wird alles anders und neu. Und gleichzeitig setzt bei jedem Feuerwehrfestl und sagt, das muss passieren. Diese Verlogenheit in der Politik halte ich nicht mehr aus. Diese Lügen müssen ein Ende haben.
Vorsätzliche Lügner haben in politischen Bänken nichts mehr verloren. Die müssen abgewählt werden. Früher werden sie anders bestraft worden, so wie viele Väter ihre Kinder bestraft haben. Heute müssen sie abgewählt werden. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich möchte mit solchen Politikern auch nichts mehr zu tun haben. Das ist keine Art, die Bevölkerung tagtäglich von Montag bis Sonntag zu belügen, weil man dann nämlich genau das Gegenteil macht. Und wir werden hier in diesem Haus die Probe machen, indem wir nämlich sagen, wenn die Schwarzen und Roten im Bund halt so grauslich sind und ihr es anders wollt, dann machen wir es im eigenen Haus. Das sind nicht ganz 5 Millionen, was in etwa notwendig sind, um die Freiwilligen vorhin werden hier zu entlassen. Dann streckt man das Geld vor. Was haben wir da jetzt gemerkt? Der Landwirtschaftskammer geben wir 5 Millionen mehr, obwohl sie es nicht brauchen. Ich kann 10 andere Bereiche aufzählen, wo wir diese 5 Millionen aber leicht unterkriegen könnten. Und der Präsident Kahner hat in der Krone bereits gesagt, er wird dafür eintreten. Also nehme ich an, dass er kein Sonntagslügner ist. Oder er entpuppt sich heute zum Mittwochlügner, wenn er dagegen stimmt. Jedenfalls, wir haben diesen Lügen satt. Wir werden bei diesem Budgetlandtag all diese Dinge aufzeigen. 40 Anträge werden eingebracht, um all die Dinge so ins Lot zu bringen, wie wir sie brauchen müssten, wie wir die Bevölkerung entlasten und vor allem eins, wo wir Antworten darauf geben, wie es in diesem Land weitergehen kann. So jedenfalls nicht, wenn bereits die Ungeborenen so verschuldet werden, dass ihnen das Wasser bis zum Hals steht, wenn auf der anderen Seite das Geld nur mehr für die Massenzuwanderer ausgegeben wird und unsere Landsleute immer mehr zu Verlierer dieses Systems werden. Wir bekennen uns dazu, wir sind die Anwälte dieser Schwachen, wir sind die Anwälte dieser Verlierer durch Rot und Schwarz. Aber eins kann ich garantieren, der nächste Wahltag wird uns und diese Schwächeren zu den Siegern machen. Als nächster Redner gelangt Herr Klubobmann-Gabmann zu Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Frau Landeshauptfrau, liebe Mitglieder der Landesregierung, Hohes Haus, es ist, sehr geehrter Herr Finanzreferent,